Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ganze 10 Jahre nach dem letzten Teil schickt From Software nochmal ein neues Armored Core ins Rennen. Und das sogar noch, bevor die Erweiterung zu seinem bisher größten Blockbuster Elden Ring erscheint. Viele jüngere Fans des Studios haben bei der Ankündigung des Max-Shooters wahrscheinlich erstmal gesagt, Armored was? Immerhin ist From Software seit über 10 Jahren quasi nur noch wegen der Souls-Reihe im Gespräch. Aber ja, als Studio, das bereits seit 1994 im Spielebusiness ist, hat From Software auch schon einiges an, naja, Software veröffentlicht. Damit meinen wir aber nicht nur die 15 bisherigen Armored Cores oder die Kingsfield-Reihe, die als geistiger Vorläufer von Dark Souls und Elden Ring gilt. Ihr wollt wissen, was der japanische Kultentwickler vor seinem Durchbruch so alles getrieben hat? Dann wagt mit uns eine Zeitreise durch fast 30 Jahre From Software. Wir steigen in Mac-Cockpits und dunkle Verliese und hören uns die vielleicht schlimmste deutsche Synchro aller Zeiten an. Wir begleiten zwei Kuschelhasen auf ihrem größten Abenteuer, kämpfen gegen den US-Vizepräsidenten und versuchen herauszufinden, wo From Softwares Design eigentlich seinen Ursprung hat. Die Spielegeschichte von From Software begann erstmal mit drei Spielen aus der Kingsfield-Reihe. Zu denen kommen wir aber später. Stattdessen wollen wir das Video direkt mit dem Max-Shooter-Franchise Armored Core eröffnen. Immerhin gibt's hier wohl die meisten Bildungslücken zu stopfen. Außerdem ist Armored Core immer noch mit Abstand From Softwares umfangreichstes Franchise. Armored Core erschien hierzulande im Jahr 1998, exklusiv für die PlayStation 1 und war vor allem eins: die Verwirklichung einer Machtfantasie. Immerhin lässt euch das Spiel nicht nur im Cockpit eines meterhohen Kampfroboters Platz nehmen, sondern ihn auch sehr detailliert zusammenbauen und gestalten. Der erste Teil schuf eine Blaupause, von der From Software auch in den bald 15 Nachfolgern nicht groß abweichen würde. We've arrived at the combat area. We'll leave as soon as your AC is deployed. Armored Core spielt auf einer düsteren Zukunftsversion der Erde, wo sich die kriegsgebeutelte Menschheit in unterirdische Anlagen zurückziehen musste. An der Oberfläche kämpfen zwielichtige Konzerne um Ressourcen und die Vorherrschaft. Ihr spielt einen Raven, also einen Söldner aus den Reihen des mysteriösen Anführers R. In eurem selbst zusammengebauten Mech, einem sogenannten Armored Core, erfüllt ihr Aufträge für die Konzerne und andere Gruppierungen. Mit den dabei verdienten Credits verbessert ihr eure Kampfmaschine und erlebt eine Story, die bereits From Softwares Handschrift erahnen lässt. Ihr bekommt die Geschehnisse nämlich nicht in einem stringenten Handlungsfaden mit vielen Cutscenes präsentiert. Stattdessen erschließt ihr euch den Kontext vor allem aus Einsatzbesprechungen und E-Mails. Dabei stellt ihr schnell fest, dass die Konzerne in dieser Welt vor nichts zurückschrecken. Statt euch heroische Taten vollbringen zu lassen, schickt man euch etwa los, um streikende Arbeiter und Gebäudebesetzer auszuschalten oder zivile Einrichtungen zu zerstören. Ebenso eiskalt ist der finanzielle Aspekt im Spiel. Als Freelancer müsst ihr für jede verschossene Kugel und jede Delle in der Panzerung selbst bezahlen. Dadurch kann das Gehalt nach einer Mission schon mal ordentlich schrumpfen. Verpatzt ihr ein Missionsziel, werdet ihr ohne Bezahlung wieder heimgeschickt. Ihr bleibt also vollständig auf den Kosten sitzen. Dadurch ist es in Armored Core tatsächlich möglich, sich zu verschulden. Is this the subject for our next experiment? Yes. His papers say he was a raven. Ah, so he took the usual route here. Geht euer Kontostand zu weit ins Minus, bleibt nur ein Ausweg. Ihr könnt euch dem dubiosen Human Plus Programm anschließen, wodurch der Körper eures Piloten mit Upgrades versehen wird, die euch das Spiel in Zukunft leichter machen. Der Missionsfortschritt wird dabei allerdings jedes Mal zurückgesetzt. In einem Punkt kommt euch Armored Core immerhin entgegen. Die Bauteile eures Mechs, also Waffen, Körperteile, Generatoren und Zielmodule, könnt ihr immer für den gleichen Betrag verkaufen, für den ihr sie gekauft habt. Vor allem zu Beginn müsst ihr gut mit euren Credits haushalten und auch mal Kompromisse eingehen. Beim Bau des Mechs gibt es nämlich ähnliche Dinge zu beachten wie etwa bei der Ausrüstung eines Elden Ring Charakters. Je dicker die Panzerung, desto schwerfälliger bewegt ihr euch und desto mehr Energie verbrauchen eure Aktionen. Wie bei From Softwares modernen Spielen müsst ihr den Energiebalken genauso im Blick behalten wie die Lebensleiste. Angriffen weicht ihr aus, indem ihr eure Booster anwerft, um über den Boden zu gleiten oder für kurze Zeit zu fliegen.
Nahkampfangriffe mit Laserklingen oder das Abfeuern von Energiewaffen verbrauchen die Leiste ebenfalls. Wenn ihr sie komplett zur Neige gehen lasst, seid ihr schon auf dem besten Weg zum Schrottplatz. Oder in die Schuldenkrise. Jetzt könnte man meinen, in einem Spiel, bei dem euch Anvisiermodule größtenteils das Zielen abnehmen, wäre das alles trotzdem kein großes Problem. Und ja, per se sind die meisten Feinde nicht viel mehr als Kanonenfutter. Mit der richtigen Bewaffnung sind die meisten Einsätze schnell geschafft. Aber schon in der fiesen Tutorial-Mission, wo man euch ohne Erklärungen ins kalte Wasser wirft, wird klar, was der wahre Endgegner von Armored Core ist. Eine Steuerung, bei der man meint, das Wort hakelig wäre extra für sie erfunden worden. Das liegt vor allem daran, dass Armored Core ein Third-Person-Shooter aus einer Zeit vor dem zweiten Analogstick ist. Das bedeutet, dass ihr euch mit R1 und L1 nach rechts und links bewegt, während ihr mit den hinteren Schultertasten nach oben und unten schaut. So etwas heute noch ins Muskelgedächtnis zu bekommen, ist eine Mammutaufgabe, die euch wahrscheinlich auch in einem ganzen Spieldurchgang nicht gelingen wird. Für feindliche Armored Cores, die in den Missionen gerne mal auftauchen, ist das natürlich kein Problem. Entsprechend artet das Gameplay schnell in pures Chaos aus. Wer mit modernen From-Software-Spielen vor allem Frust verbindet, den wird es also nicht überraschen, dass der schon immer irgendwo dazugehörte. Zumindest solange ihr nicht auf einem Emulator unterwegs seid, der euch die Steuerung besser konfigurieren lässt. Mit Armored Core legte das Studio den Grundstein für ein Franchise, das sich bis in die frühen 2010er als sein Steckenpferd erweisen würde. Die vielen Nachfolger für PS1 und 2 änderten dementsprechend wenig an der Grundformel. Stattdessen wurde sie immer wieder behutsam verfeinert. Allerdings so behutsam, dass noch ganze 4 Armored Cores auf der PS2 erscheinen mussten, bevor man euch endlich den zweiten Analogstick für die Kamera benutzen ließ. Schnell haben die Entwickler auch erkannt, dass Duelle mit feindlichen Armored Cores zu den größten Stärken der Reihe gehören. Fast alle Spiele der Reihe bieten einen Arena-Modus, bei dem ihr ganz unten anfangt und euch nach und nach die Rangliste der besten Piloten hocharbeitet. Weil ihr Munition und Reparaturen hier kostenlos bekommt, sind Arena-Kämpfe ein sicherer Weg zu mehr Credits. Ein weiteres Highlight in den Arena-Modi sind die markanten Persönlichkeiten der anderen Piloten. In Armored Core 2 begegnet ihr etwa Warehound, der absichtlich weit unten in der Rangliste bleibt, weil er mit seinem übermächtigen AC gerne Anfänger quält. Ein anderer Pilot ist besessen von der Zahl 1. Sein AC heißt Count One, sein Spitzname ist Number 1111. Seine Waffen haben einen Lauf und er bleibt freiwillig auf Platz 11 in der Liste. Immerhin hat die 11 gleich 2 Einsen. Der berühmteste aller Piloten ist aber Hustler One, der den Armored Core 9-Ball steuert. Wenn er auftaucht, könnt ihr euch so gut wie sicher sein, dass ihr gleich schrottreif geschossen werdet. Insgeheim ist Hustler One nämlich gar kein menschlicher Pilot, sondern eine Super-KI, die euch in den frühen Spielen der Reihe immer wieder heimsucht. Jedem nummerierten Teil der Reihe wurden gleich mehrere Spin-Offs beschert. Die stellen ihre jeweiligen Hauptspiele auch gerne mal in den Schatten. Der eben gelobte Arena-Modus feierte etwa im Armored Core 1-Ableger Project Phantasma sein Debüt. Die heiß ersehnte Steuerung mit 2 Analogsticks wurde nicht in Armored Core 3 eingeführt, sondern in dessen Spin-Off Armored Core Nexus. Und apropos 3, wegen ihrer Komfortfunktion und des verfeinerten Gameplays ist die dritte Generation eine gute Wahl, um das alte Armored Core nochmal in seiner besten Phase zu erleben. Aber seid gewarnt, das letzte Spiel dieser Ära, Armored Core Last Raven, ist nicht nur für seine verzweigte Story, sondern auch für seinen knüppelharten Schwierigkeitsgrad bekannt. Na, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Die große Revolution folgte dann in der 4. Generation, bestehend aus Armored Core 4 und Armored Core 4 Answer für PS3 und Xbox 360. Gerade 4 Answer ist bis heute ein absoluter Fan-Favorite und ein Pflichttitel für jeden, der sich an die Reihe ranwagen will.
Auch wenn ihr die drei Generationen vorher verpasst habt, lässt sich schnell erahnen, warum es so beliebt ist. Die Kolosse, die ihr in der Garage extrem detailliert zusammenbaut und tunt, sind nämlich keine Standard-Armored-Cores mehr. Stattdessen steuert ihr einen sogenannten Next. Das sind noch mächtigere Kampfmaschinen, deren Geschwindigkeit problemlos die Schallmauer durchbrechen kann. Das Gameplay der PS1 und PS2 Spiele könnte man noch als schwerfällig und bodenständig bezeichnen. Im Vergleich dazu ist Armored Core 4 Answer ein Spiel der Superlative. Nirgendwo anders sind die Kämpfe so schnell und luftig, in keinem anderen Teil bringt ihr derart monumentale Gegner zu Fall. Wenn man so will, ist die vierte Generation für die Reihe das, was Bloodborne und Sekiro für Dark Souls sind. Also im Kern das bewährte Spielprinzip, aber beschleunigt und deutlich auf Action getrimmt. Als Director fungierte bei Armored Core 4 und 4 Answer niemand Geringeres als der heutige Präsident des Studios, Hidetaka Miyazaki. Die melancholische Stimmung der beiden Spiele macht seine Handschrift spürbar. Außerdem traut sich die Story bei 4 Answer am Schluss in einige besonders dunkle Ecken. Danach verlagerte sich Miyazakis Zuständigkeit dann aber ganz auf die Souls-Reihe. Deswegen bekamen Fans in der fünften Generation, bestehend aus Armored Core 5 und Armored Core Verdict Day, wieder eine ganz andere Erfahrung geboten. Das Tempo ist deutlich gedrosselt, weil ihr statt eines Next wieder im Cockpit eines normalen Armored Core Platz nehmt. Außerdem sind die Arenen etwas kleiner und die taktische Positionierung eures Mechs spielt eine viel größere Rolle. Das größte Novum in Generation 5 ist aber der sehr ambitionierte Multiplayer-Modus. Der findet nämlich in einer persistenten Online-Welt statt. Da gibt's dann ein Clansystem, Festungsbau und die Eroberung der Gebiete feindlicher Spieler. Also zumindest in der Theorie. Wegen der geringen Bekanntheit von Armored Core im Westen waren die Server hierzulande leider nicht sonderlich gut besucht. Wegen der heute riesigen Popularität des Entwicklers ist aber anzunehmen, dass Armored Core 6 dieses Schattendasein erspart bleibt. Trotzdem wird auch im 16. Teil der Reihe noch auf die altbewährte Armored Core-Formel gesetzt, die schon vor der Jahrtausendwende etabliert wurde. Never change a running system. Dieses Festhalten an alten Designphilosophien kann man auch an der Souls-Reihe wunderbar beobachten. Nicht alle Eigenheiten, die man damit in Verbindung bringt, wurden nämlich dort ins Leben gerufen. Dass Dinge wie das Storytelling im Hintergrund, die Energieleiste, an der sich alles ausrichtet und die trostlose Atmosphäre auch in Armored Core eine Rolle spielen, wisst ihr jetzt schon. Es gibt aber noch eine andere Reihe, aus deren Design das Studio heute noch schöpft, und zwar seine älteste, King's Field. Das erste King's Field von 1994 war gleichzeitig das erste Spiel, das From Software je veröffentlichte. Die Firma war zwar schon 1986 gegründet worden, beschränkte sich aber die ersten paar Jahre noch auf Bürosoftware. Am alten Firmenlogo lässt sich die Vergangenheit noch erahnen. Wenn ihr beim Anblick dieses Designkunstwerks nicht direkt die Faxgeräte rattern hört, dann wissen wir auch nicht weiter. King's Field erschien nur in Japan und war das erste Rollenspiel für die frisch geschlüpfte PlayStation. Erst der zweite Teil von 1995 schaffte den Sprung in den Westen. Hierzulande wurde das Spiel der Einfachheit halber schlicht King's Field genannt. Im Kern geht es bei King's Field immer um drei Dinge. Dungeons erkunden, Ausrüstung sammeln und den puren Hass aushalten, den die Spiele für euch zu empfinden scheinen. Ihr werdet ohne Erklärungen ins Verlies gesetzt und müsst durch Trial and Error herausfinden, welche Schatztruhen keine Fallen sind, wo ihr hinlaufen könnt, ohne in den Abgrund zu stürzen und welche Feinde euch nicht direkt zerlegen.
Die Welten und Dungeons sind dabei oft nach dem Metroidvania-Prinzip entworfen. Ihr müsst also besondere Schlüssel-Items sammeln, um woanders neue Wege aufzusperren. Außerdem sind natürlich jede Menge Geheimnisse in den Spielen versteckt, teils auch hinter Illusionswänden. All diese Elemente gibt es auch fast 30 Jahre später in Elden Ring noch. Das größte Problem in Kingsfield sind zunächst weniger eure Widersacher, sondern mal wieder die ausgesprochen hakelige Steuerung. Die funktioniert exakt wie bei den frühen Armored Cores, nur dass Kingsfield aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Für ein japanisches Spiel ist das durchaus unüblich. Das Gameplay des Dungeon Crawlers ist aus heutiger Sicht fast unerträglich langsam. Laufen, umdrehen, zuschlagen, das Inventar bedienen. Jede Aktion fühlt sich an, als hättet ihr versehentlich die Zeitlupe angeworfen. Der einzige Lichtblick, eure Gegner sind meistens noch schlechter zu Fuß als ihr. Die Kämpfe lassen schon einen Funken der taktischen Möglichkeiten der späteren Souls-Spiele erahnen. Ihr könnt nicht blocken oder parieren, deswegen ist die Positionierung eures Charakters das A und O. Außerdem müsst ihr die Reichweite der Gegner genau kennen. Besonders lohnenswert ist es, Feinde von hinten anzugreifen. Das ist nun für sich genommen natürlich kein Gameplay, das From Software erfunden hat. Der langsame, überlegte Touch der ersten Souls-Spiele ist aber auch in Kingsfield schon vorhanden. Vom ätherisch präsentierten Fantasy-Setting mit seinen deprimierten Figuren ganz zu schweigen. Das Kern-Gameplay wurde wie bei Armored Core über die vier Kingsfields nur minimal verändert. Dafür hat der letzte Ableger, Kingsfield The Ancient City, ein ganz besonderes Feature auf Lager, zumindest für deutsche Spieler. Im Intro bekommt ihr nämlich die vermutlich schlimmste deutsche Synchro geboten, die je auf eine PS2-Disc gepresst wurde. In einem tiefen, dunklen Wald liegt ein vergessenes Land. Man nennt sie nur noch die Ruinen, die heilige Stadt der Waldrasse. Von der Vorzeit der heiligen Stadt, versteckt in den Ruinen, liegt eine einzige Aussage, der Beweis für ihre Existenz. Mögen diejenigen vom Unglück getroffen werden, die die Statue der Dunkelheit zerstören. Nach der Entfernung der Statue von der heiligen Stadt befallen Tod und Zerstörung die Bewohner des Landes. Bringe die Statue der Dunkelheit zu ihrem Platz zurück. Unter dunklen, düsteren Himmel führte Sir Salvor seine Männer auf eine Mission in die Ruine. Die Welt der Dunkelheit verschluckte die Kämpfer spurlos. Mittlerweile haben wir also festgestellt, dass From Softwares Gameplay-Features und Erzähltechniken teils schon Jahrzehnte auf dem Buckel haben. In diesen fast drei Jahrzehnten hat das Studio aber noch viel mehr veröffentlicht als Mech-Baukästen und schwierige Fantasy-Rollenspiele. Da gibt's etwa das Kingsfield Spin-Off, Shadow Tower, die Horror-Trilogie Echo Knight oder das Kampfroboter-Crossover Another Century's Episode. Dazwischen finden sich aber auch ein paar totale Ausreißer. Spiele, die so seltsam und untypisch für From Software sind, dass wir sie euch auf keinen Fall vorenthalten möchten. Wer sich schon mal genauer mit den psychologischen Themen in Dark Souls beschäftigt hat, der weiß, es ist nicht immer alles traurig und hoffnungslos. Ab und zu gibt es auch mal Farbkleckse in der Finsternis, die der geschundenen Seele Trost spenden. In From Softwares Portfolio heißt dieser Farbklecks The Adventures of Cookie and Cream, hierzulande bekannt als Kurikuri Mix. Das ist kein Horrorspiel im Schafspelz und auch kein Hardcore-RPG, sondern genau das quietschbunte Jump'n'Run, nach dem es klingt. Der Kniff des Spiels, ihr sollt nicht nur einen, sondern gleich zwei Kuschelhasen zum Ausgang befördern. Außerdem müssen sich Cookie und Cream oft gegenseitig helfen, um auf ihren Pfaden voranzukommen. Das macht ihr entweder solo mit den beiden Analogsticks, zu zweit mit zwei Controllern oder, wenn ihr auch im Real Life auf Kuschelkurs gehen wollt, gemeinsam an einem Controller. Bosskämpfe sind natürlich auch an Bord, die erfordern dann besonders gute Koordination eurer Daumen oder eurer Mitspieler. Allen Hasenfans müssen wir an der Stelle aber eine bittere Pille mitgeben. Wir gehen nicht davon aus, dass From Software irgendwann nochmal zu Cookie and Cream zurückkehrt. Die Guten sterben eben immer viel zu jung.
Was nach der Meinung der meisten Core-Gamer dagegen gar nicht früh genug sterben konnte, war Microsofts Kinect. Der Bewegungssensor für die Xbox 360 schaffte es nie, außerhalb der Casual-Community Fuß zu fassen. Und das trotz einiger Bemühungen und viel Reingestopfe seitens des Herstellers. Ein echter Hardcore-Titel musste also her, und was ist bitte mehr Hardcore als der Nachfolger zu einem Spiel, das mit einem 44-Tasten-Controller gespielt wird? Steel Battalion ist eine knallharte Mech-Simulation, bei der ihr jeden Hebel einzeln ziehen müsst. Das gilt leider auch für den Nachfolger Steel Battalion Heavy Armor für die Xbox 360. From Software typisch punktet es noch mit seiner trostlosen Inszenierung und hat durchaus ein paar nette Ideen. Trotzdem ging Heavy Armor mit dem Prädikat buchstäblich unspielbar in die Geschichtsbücher ein. Ob es den Entwicklern einfach an Know-how fehlte oder eher Kinect an der Technik? Vermutlich eine Mischung aus beidem. Jedenfalls weiß das Spiel mit eurem Gehampel vor dem Fernseher kaum etwas anzufangen. Ständig werden Aktionen ausgelöst, die ihr nicht haben wolltet. Und wenn das in einem bockschweren Simulator passiert, bei dem ihr immer viele Brände gleichzeitig löschen müsst, dann wirkt die 38 auf Metacritic gar nicht mehr so abwegig. Deutlich besser kam das 2009 veröffentlichte Ninja Blade für Xbox 360 und PC weg. Immerhin kann das Hack and Slay mit stolzen 68 Punkten punkten. Das sind Wertungsgefilde, die das Studio vor der Souls-Reihe nur zu gut kannte. Bei Kritikern lösten die sperrigen Armored Cores und King's Fields nämlich nur selten Begeisterung aus. Von den ganzen B-Titeln im Portfolio ganz zu schweigen, und Ninja Blade ist einer davon. Das Spiel ist, wer hätte es bei dem Namen gedacht, ein halbguter Ninja Gaiden-Klon. Der besteht allerdings zu einem großen Teil aus etwas, das bei From Software heute niemand mehr erwarten würde, nämlich Quicktime-Events. Ja, richtig, dieses alte Design-Element aus der AAA-Schule, das den spielerischen Anspruch völlig dem Spektakel opfert, das ist bei Ninja Blade das halbe Erlebnis. Immerhin sind die Szenen oft völlig over the top. Und auch das Setting, bei dem Ninjas in einer Großstadt gegen Monster kämpfen, ist immer wieder für einen Lacher gut. Für das monotone Button-Mashing in den Kämpfen gilt das aber weniger. Get out my special ops suit, Jody. It looks like a fancy party is about to start. Zu guter Letzt möchten wir euch noch ein Spiel vorstellen, dessen bloße Existenz bis heute ratlos macht. Metal Wolf Chaos ist ein Xbox-exklusiver Mech-Shooter, der bis vor wenigen Jahren nur in Japan erhältlich war. Also genau in dem Land, in dem bis heute eigentlich niemand Xboxen kauft. Noch dazu trieft das Spiel vor US-Patriotismus, was in der engen Kooperation mit Microsoft begründet liegt. Die beiden Firmen wollten ein Setting schaffen, das ein überzeichnetes Amerika aus der Sicht Japans darstellt. Deswegen steuert ihr auch nicht irgendeinen Mech-Piloten, sondern gleich mal den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ziel des Spiels ist es, den Putschversuch eures Vizepräsidenten aufzuhalten. Der sitzt natürlich ebenfalls im Kampfroboter. Like they were ever invited. They're definitely Michael! Richard! Mr. President, it looks like this party is just getting started. Way to go, Mr. President! Now the POW can be safely liberated. Bei Metal Wolf Chaos setzt From Software auf Zugänglichkeit und ein arcadiges Spielgefühl. Das passt zum völlig beknackten Setting und zu den grandios miesen Dialogen. Eigentlich war geplant, das Spiel weltweit zu veröffentlichen. Wegen des politischen Klimas in den USA der frühen 2000er wurden diese Pläne aber nie umgesetzt. Zumindest bis sich Devolver Digital 2019 dafür stark machte, Metal Wolf Chaos endlich dem Publikum, das darin veralbert wird, näher zu bringen. Europa wurde zum Glück gleich mitversorgt. Wie ihr seht, ist From Softwares Portfolio ausgesprochen umfangreich, sogar wenn nur die beiden früheren Hauptreihen und ein paar Ausreißer betrachtet werden. Bei der heutigen Popularität des Studios, die komplett auf einer bestimmten Art Spiel basiert, ist es schwer vorstellbar, dass wir sowas wie Metal Wolf Chaos oder The Adventures of Cookie and Cream nochmal zu Gesicht bekommen, aber wer weiß. Wie sich gezeigt hat, ist From Software ein Entwickler, der seine Tradition lange bewahrt. Wenn ihr dafür noch einen letzten Beweis braucht, müsst ihr nur ein beliebiges Souls-Spiel anwerfen und nach einem ganz bestimmten Item suchen, nämlich dem Schwert des Mondlichts.
So heißt das Design-Tool hinter King's Field, mit dem die Spielegeschichte des Studios begann. Und so heißt auch eine legendäre Waffe, die seit 30 Jahren in fast jedem seiner großen Spiele auftaucht. Sei es Armored Core, King's Field, Bloodborne oder Elden Ring. Es gibt immer ein Schwert des Mondlichts, genauso wie es immer Designprinzipien gibt, die From Software bis heute zu einem ganz besonderen Studio machen. Ein Studio, das den Spieler ernst nimmt, dessen Spiele oft ganz schön widerspenstig sein können und das uns liebend gerne in die Kreissäge laufen lässt. Aber seien wir mal ehrlich, wir würden es doch gar nicht anders haben wollen.